Instagram-Kanal. Ich habe euch eine sehr exciting Sache heute für euch. Und zwar habe ich vor einigen Wochen ja eine praktisch E-Mail-Aktion gestartet und habe praktisch nach PR-Samples bzw. einfach um Kooperation gebeten bei einigen Firmen, das übrigens sehr, sehr gut geklappt hat. Ich meine, ich habe das Video schon hochgeladen. Ich meine, am Freitag. Wenn ihr das noch nicht gesehen habt, dann tut das bitte und geht praktisch unten in die Infobox bzw. oben ins i. Dann verlinke ich euch natürlich sehr gerne. Und ich möchte euch heute eine Box vorstellen, die man abonnieren kann. Die könnt ihr monatlich zugesendet bekommen für 17,99 €. Das ist praktisch die My Little Box von dieser Firma, die praktisch eine Lifestyle-Box erfunden hat, die wohl ursprünglich aus Frankreich kommt. In Amerika kennt man ja sowas wie Boxy Charm, Sephora Collection Box und solche Sachen. Und das haben wir einfach hier in Deutschland noch nicht wirklich gehabt. Und diese Box kam jetzt zu uns. Da sind jeden Monat Items drin zur Pflege, für die Kosmetik und natürlich Lifestyle und Accessoires. Was ich so cool finde, weil diesen Monat, ich habe natürlich das schon ausgepackt, ich habe die Verpackungen sozusagen schon mittlerweile weggetan, weil ich einfach euch die direkt zeigen wollte, weil ansonsten das so gefummelt ist und so und das ist sehr, sehr störend für manche Videos. Diese Box wird euch nach Hause geliefert, ist sehr, sehr stabil gekommen. Es war ein super, super stabiler Karton außenrum, war schön mit Kartonwraps und praktisch mit Papier eingepackt. Und dann bekommt ihr so eine, ich sage mal, Themenbox. Also ist das wohl jeden Monat was anderes. Diesen Monat jetzt im April war praktisch das Thema City Trips. Und ihr bekommt praktisch ein Cheat. Das habt ihr jetzt hier drin gehabt. Praktisch, das sind 48 Hours Paris. Da sind dann zum Beispiel kleine Beschreibungen drin, welche Museen man besuchen soll, wo man geile Drinks kriegen kann, very important, wo man zum Beispiel sehr, sehr gute Essensachen machen kann, wo kann man am besten sehen. Und dasselbe gibt es auch natürlich für Berlin, also einfach, die haben jetzt Paris und Berlin genommen. Und ich muss echt sagen, ich werde das auf jeden Fall benutzen, da ich nämlich nach Berlin fahre im Oktober zu Glow. Und da gibt es dann so Hotspots, was kann man dort anschauen und so. Und ich finde das sehr, sehr informativ. Ich finde das super, dass es da drin ist. Und auf jeden Fall lese ich euch jetzt gerne mal vor, dass das ein Go where you feel most alive. Also ein ganz, ganz toller Spruch. Und zwar, dieses Täschchen ist das erste Lifestyle-Produkt, was ich euch zeigen möchte. Und zwar ist in dieser My Little Box diesmal eine richtig, richtig tolle Tasche dabei und zwar mit so einer Art Paisley-Muster. Ich muss übrigens verraten, das ist meine Laptop-Tasche für meine Nachtwache. Die ist richtig gut verarbeitet. Ich meine auch aus so einem Leinen. Also wenn mich nicht alles täuscht, müsste das Leinen sein. Richtig, richtig schön. Da steht dann auch My Little Box drin. So ein bisschen Schleichwerbung, wenn ihr spazieren geht. Und auf jeden Fall super, super schön. Sehr, sehr viel Platz, muss ich sagen. Und auch ein sehr stabiler Reißverschluss, was ich echt appreciate, weil das Problem ist, bei solchen Täschchen, die können sehr schnell billig aussehen, so wie so eine Einkaufstüte oder so, aber das tut sie gar nicht, die ist richtig stabil, riecht auch nach nichts, also riecht jetzt auch nicht nach Plastik oder sowas und auf jeden Fall steht hier drin, deine Tasche ist startklar, der Stadtplan wimmelt nur so vor Kreuzchen, dein Gang ist beschwingt und selbstsicher, auf deinem Weg in die City klapperst du alle Hotspots ab, du bist ein Gourmet, erkundest geheime Orte und entdeckst lokale Delikatessen. Du verschmilzt mit der Umgebung und wirst Teil deiner Traumstadt. Wir haben uns diese Box für euch ausgedacht, damit ihr es förmlich nicht mehr erwarten könnt, in die Stadt eurer Träume zu reisen und euch dort zu verlieren. Sehr, sehr schöner Gedanke, muss ich sagen. Also sie haben jetzt, wie gesagt, Paris und Berlin ausgesucht. Und sie hatten einige Items reingepackt. Wie gesagt, ich habe die jetzt lose gemacht, ja. Und zwar gab es immer so kleine, ich sag jetzt mal, Beschreibungskärtchen, warum, weshalb und so weiter, ja, und ich muss sagen, super, super geile Kärtchen, und zwar, da steht Sparkle and Shine, Glitter Goals Kit, das ist praktisch diese Karte, die ihr bekommt, da steht dann praktisch drin, was sie sich bei gedacht haben, weshalb sie dir das eingepackt haben. Und zwar ist in dem ersten Päckchen ein NYX Glitter Primer gewesen, der übrigens für mich zu eines der besten gehört. Ich zoome euch den mal an.
Das ist eine Mini-Size, Leute. Und dann habe ich noch drei richtig schöne Glitzer. Und zwar in den Farben Black, Crystal und Emerald. Also richtig geil, Leute. Ich bin ein wahnsinnig großer Fan von NYX Glitzer. Und zwar, die NYX Glitter sind eines der feinsten und schönsten Glitter, die ihr als Effekt sowohl so im Gesicht, Body, wie auch natürlich auf dem Augenlid tragen könnt. Der Glitter Primer ist wirklich wie ein Uhu-Sekundenkleber. Das Zeug bleibt in deinem Augen-Make-up oder in deinem, an deinem Körperstellen, die du es haben willst, ohne dass sie sich bewegen. Die City Box zeigt euch einfach damit, dass ihr praktisch auffallen könnt, egal wo ihr seid, ihr sollt euch wohlfühlen. Und das ist praktisch genau das Ding, weshalb dieses Glitzer in eure Box diesen Monat gewandert ist. Dann habe ich noch ein Cheat. Ich habe die jetzt in meine Schuhe gemacht. Und zwar hattet ihr solche Glitzerschnürsenkel. Wenn ich nur wüsste, ich habe die an meinen Sportschuhe. Ihr könnt euch jetzt einfach vorstellen, das sind weiße und schwarze Glitzerschnürchen gewesen zum Einwickeln in praktisch eure Schuhe. Das habe ich gemacht. Die sehen totschick aus, ja. Und wunderschöne, ganz tolles Material, haben sich auch super angefühlt. Das ist so ein bisschen, um euer Accessoire praktisch aufzupimpen. Ich habe ja meine Chucks gemacht, ich habe weiße Chucks, da habe ich die praktisch dran gemacht. Und da seht ihr praktisch nochmal eure Tasche. Also richtig, richtig cool. Ihr seht halt auch dahinter, dass die Leute sich bei dieser Mädelbox auch was denken. Also praktisch etwas fürs Gesicht, etwas zum was einpacken. Wenn ihr auf City-Tipps seid, solltet ihr niemals keine Taschen dabei haben. Immer schöne große, riesige, fette Taschen. Und diese Schnürsenkel sind einfach so da, damit sie praktisch eure Schuhe ein bisschen aufpeppen und nicht so langweilig aussehen. Was natürlich auch eine super Sache ist, ist, dass Firmen, die uns jetzt praktisch nicht so bekannt sind, ja, einfach über die My Little Box die Möglichkeit haben, so eine Art wie ein Start-up zu bekommen. Diese Marke kannte ich gar nicht und ich habe ja wirklich einiges Kram hier zu Hause liegen. Und zwar ist es die Body Lotion Replenishing and Nourishing von Roger Gallet. Und zwar, ich hoffe, dass ich es richtig ausspreche, meine Lieben, ich hoffe es. Und zwar ist es praktisch eine Creme mit den Eigenschaften, das steht hier drauf. Lasst euch von diesen meisterabkomponierten Duft-Rituals in der mediterranen Estarel-Gebirge entführen. Eine Komposition des französischen Meisterparfümiers. Und jetzt kommt ein Name, den ich garantiert nicht aussprechen kann, mit kostbaren aus der Natur destillierten Essenzen. Also das ist eine ganz, ganz natürliche Creme. Die habe ich übrigens noch gar nicht benutzt, weil ich jetzt erst fürs Video es mir aufbewahren muss. Und das ist eine tolle Größe. Ich werde die mir auch mitnehmen in die Arbeit, weil ich glaube einfach finde, wow. Also die riecht so richtig fresh. Ich finde, dass sie sehr blumig riecht und irgendwie so leicht am Magnolie. Also wenn ich mitten in der im Zoo stehen würde, unter diesen Magnolienbäumen hier bei uns in Stuttgart in der Wilhelma, gibt es wunderschöne Magnolienbäume. Ähnlich so riecht das. Super angenehm. Ich kenne die Marke gar nicht. Also da steht jetzt auch praktisch nur dran. Also die praktisch in 50 Milliliter, ich glaube die kostet, glaube 4 Euro. Die würde jetzt in große Flasche, glaube ich, 16 Euro kosten und das Showergel dazu 10 Euro. Das ist praktisch einfach so eine Probepackung für euch, dass ihr einfach wisst, was es eigentlich noch geben würde. Und dann haben wir nochmal von der My Little Beauty, ich weiß nicht, ob das von der Eigenmarke ist, auf jeden Fall ein Pimp My Lips. Das ist praktisch ein extra Glanz für deine Lippen. Der Gloss besteht zu 80% aus natürlichen Inhaltsstoffen und schützt und pflegt, beruhigt dann dank Rizinus, Sonnenblume und Kokosöl. I have to try it. Ich versuche euch das mal zu zeigen. Dieser Lippen, den muss ich sagen, den habe ich schon knapp eine Woche bei mir in der Tasche und der ist geil. Und schaut mal, der hat so ein leichtes Farb, seht ihr das? Der hat so ein leichtes Farbding. Ich hoffe, dass ich es euch zeigen kann. Der Gloss ist richtig schön. Das ist auch kein so wie Labello-mäßig oder so. Das ist ein richtig schöner Gloss, der sich auf eure Lippen legt und wirklich die Lippen jetzt nicht aufplammt oder so, sondern einfach so pflegt, dass ihr wirklich unnormal gepflegte und schöne, voluminöse Lippen bekommt. Das wäre es auch schon mit der My Little Box von diesem Monat April, beziehungsweise vom April. Ich hoffe, dass euch die Vorstellung sehr viel Spaß gemacht hat. Also wie gesagt, es ist eine ganz, ganz tolle Box, wo ihr so viele Sachen drin habt. Eine Tasche, wie gesagt, die Schnürsenkel, die ich allerdings an meinem Schuh schon dran habe und die Schuhe sind in der Arbeit. I'm so sorry.
Und dann habt ihr noch eine kleine Bodylotion, ein das und vor allen Dingen das NYX-Glitzer und den Primer. Das ist einfach eine coole Möglichkeit, verschiedene Produkte kennenzulernen, sie auszuprobieren und einfach auch so ein bisschen, also ich finde auch zum Beispiel der Karton ist super hochwertig. Ich werde den, glaube ich, auch verwenden, um ein paar Make-up-Sachen zu storagen. Und ich bin so, so begeistert von diesen Sachen. Also ich habe wirklich also auch qualitativ, also ihr kriegt für eure 17,99 € wirklich mindestens das Doppelte zurück, weil diese NYX-Glitzer, der Glitterprimer alleine kostet ja auch schon 10 € und in der Hälfte vielleicht schon 5 €. Dann die ganzen einzelnen Sachen, das Täschchen und so. Ihr bekommt auf jeden Fall das wieder, was ihr praktisch ja auch ausgegeben habt für die Box. Ich finde sie auch vor allen Dingen, weil es eine Lifestyle-Box ist. Ich finde es halt immer sehr schwierig. In Amerika gibt es halt diese, ich sag mal, diese Boxen mit dem vielen High-End-Make-up, wo man aber auch teilweise echt die Hälfte nicht von benutzen kann, weil die Farbe nicht stimmt oder irgendwie das Finish einem nicht gefällt. Das ist halt eine super Möglichkeit, dass ihr praktisch nicht so ein Make-up-related Box bekommt, sondern dass ihr einfach eine Box bekommt, die wirklich sehr viele Sachen umfasst, Lifestyle, bisschen Accessoires und so. Und wie gesagt, ich hoffe, ihr schaut euch gerne mal auf der Seite um. Ihr könnt euch ja auch mal eine Box bestellen. Warum nicht? Wir können es ja mal probieren. Ich hoffe, wie gesagt, dass die Vorstellung euch wahnsinnig Spaß gemacht hat. Ich werde sie die nächsten Monate auch noch bekommen. Das heißt, ich werde euch dann jeden Monat zeigen, nachdem ich sie selbst bekommen habe, was in der Meile-Box drin war. Und ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Wichtigen Informationen, die ihr zu dieser Box bekommen müsst, bekommt ihr unten in der Infobox. Und wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Video wieder, meine Lieben. Gehabet euch wohl, macht's gut und auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal.